Stefan Schnorr, was für ein Boxabend. Schön, Sie zu sehen, eigentlich als Fußballheld, Experte und dann bei einem Boxabend. Wie kommt das und vor allem, wie haben Sie sich auf den Abend vorbereitet? Also die Affinität zum Boxen, die besteht schon sehr, sehr lange. Schon zur Zeit beim HSV haben wir früher alle Kämpfe von Michael Szewski, Rocky Ciani und den Klitschkos gesehen und sowas. Also von daher, und Ismail ist ein sehr, sehr guter Bekannter. Und ich finde es toll, was er hier aufgezogen hat in den letzten Jahren. Und von daher freue ich mich immer über jede Boxveranstaltung, die wir mitnehmen können. Und heute war das wirklich Werbung für den Boxsport, das muss man einfach sagen. Das waren tolle Kämpfe. Und auch der letzte Kampf, ich ziehe den Hut vor dem jungen Spanier, wie der wirklich durchgehalten hat, dagegen gehalten hat. Ganz großes Kino. Es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber man hatte das Gefühl, dann Runde 5, wo ging dann mehr auf Molinas Seite und auf einmal ist er dann aber Atem reingelaufen. Oder wie haben Sie das gesehen? Ja, gut, im Boxen, ich habe nicht so viel Ahnung vom Boxen, aber da gehört natürlich auch immer mal so ein bisschen dieses gewisse Quäntchen Glück dazu. So, das hatte Atem in diesem Moment, aber also das, was die 5 Runden vorher der junge Spanier geliefert hat, ist allen größten Respekt, da muss man den Hut vorziehen, hat sehr, sehr viel eingesteckt, ist immer wieder zurückgekommen und von daher, ich glaube, der wird aus dieser Niederlage viel lernen und gestärkt zurückkommen und für die Zukunft muss man den mit Sicherheit auf dem Auge haben und oder auf dem Schirm haben und was Atem geleistet hat, alle Achtung und herzlichen Glückwunsch. Sie sind Sportler, sage ich jetzt einfach mal immer noch. Ne? Sie haben auch so ein bisschen Gespür dafür, auch wenn Sie jetzt nicht so viel Boxahnung haben. Aber wie weit ist Atem jetzt von der Weltspitze entfernt? Ach, von der Weltspitze entfernt, das ist immer schwer zu sagen. Es gibt mit jedem Kampf, den du, glaube ich, tätigst, steigerst du dein eigenes Niveau und kommst immer dem Optimum ein bisschen näher. Und das, was er heute geleistet hat gegen einen extrem jungen Gegner, warum kann man das nicht auch nochmal 1, 2, 3 Stufen weiter liefern? Und von daher stehen ihm alle Türen offen und los geht's. Also. Jetzt haben Sie mir eine schöne Überleitung gemacht. Ne? Erfahrung schlägt Jugend, ist ja oftmals auch im Fußball so. Lassen wir uns ein bisschen plaudern über Ihre Ex-Vereine. Ich weiß nicht, ich würde mal anfangen in Wolfsburg unter dem neuen Trainer Marc van Bommel. Wie verfolgen Sie das mal abgesehen von der heutigen Niederlage gegen Hoffenheim? Na, ich verfolge das schon. Also den HSV und auch den VfL Wolfsburg verfolge ich schon. Und beim VfL Wolfsburg hat ja jeder vor der Saison gesagt, boah, scheiß Vorbereitung, alles verloren, im Pokal ausgeschieden, durch, ich glaube, 6-mal auswechseln. Und was kommt da wohl bei raus? So, und jetzt hat man um Tabellenplatz 2 mitgespielt. Ich glaube, man kann in Hoffenheim verlieren. Da tun sich sehr, sehr viele Mannschaften schwer. Im Endeffekt wird man sehen, wie kommt man aus dieser Niederlage wieder raus. Aber ich glaube schon, von den Möglichkeiten her, die diese Mannschaft hat, mit dem Trainer, geht das mit Sicherheit in die richtige Richtung. Wie sehen Sie den Kader zusammengestellt? Weil wenn man so Expertenmeinungen hört, sagt man ja auch, ein schöner, harmonischer Kader. Wie stark kann sich da auch Marcel Schäfer sozusagen auf die Schulter klopfen? Na, ich glaube, Marcel und Jörg Schmadtke, die machen einen extrem guten Job. Jörg, egal wo er war, bis jetzt bei welchem Verein auch immer, hat einen tollen Job gemacht, hat die Mannschaften immer nach vorne gebracht und er ist jemand, der gerade raus ist, der seine Meinung sagt, der das wirklich sagt, was los ist. Das Problem ist nur, dass viele in diesem Geschäft damit nicht umgehen können und dann ein Problem damit haben. Und von daher ist es für mich kein Wunder, dass Jörg und auch Marcel oder in der Zusammenarbeit mit Marcel Erfolg haben beim VfL. Und auch glaube ich, wenn alle sagen, ja, VW steckt dahinter, nur bei VW sitzt das Geld auch nicht mehr so locker, wie alle immer sich vorstellen. Und deshalb muss man das umso höher bewerten. Und ich glaube, man hat die Mannschaft optimal ergänzt, hat einen tollen Trainer dazu geholt, hat eine große Delle gehabt in der Vorbereitung mit dem Pokal, auch mit dem Ausscheiden im Pokal. So. Und jetzt hat man schon die ein oder andere Duftmarke gesetzt in der Bundesliga. Herr Schnorr, Sie liefern mir heute ein Assist nach dem anderen, ne? Duftmarke. Da sind wir dann beim HSV gelandet. Und dann, ja, hi. Also, die spielen morgen gegen Nürnberg. Was erwarten Sie? Haben die gerade wieder in die Spur gefunden, der HSV? Na, ich glaube, so ein Derby-Sieg, der war extrem wichtig. Ne? Dieses Nordderby in Bremen, das ist ja, das war ja zu meiner Zeit auch schon, ne? Dieses Hass-Derby. Bremen ist die verbotene Stadt. So, und von daher, das war schon extrem wichtig. Mit Nürnberg kommt natürlich eine Mannschaft, die ich glaube seit 17, 18 Spielen nicht mehr verloren hat, die sehr, sehr viel Qualität hat.
Das wird ein hartes Stück Arbeit für den HSV. Aber du spielst zu Hause und wenn du wirklich Ambitionen hast, aufzusteigen, oben anzuklopfen, dann musst du dieses Spiel gewinnen. Ich weiß, wir sind in der Hinrunde und viele können auch, glaube ich, diese Diskussion nicht mehr hören. Aber ich will. Super. Sie lassen mich gar nicht ausreden. Nein, ich weiß ja, ich kenne ja die Frage. Die haben mir schon einige Male gestellt. Also von daher, also nein, nochmal. Irgendwann, der HSV ist dran. Ich glaube, man hat verstanden auf Seiten des HSV, dass man ein Zweitligaverein ist, dass man wieder in die erste Liga möchte und das ist ganz, ganz entscheidend. Es nützt dir nichts von irgendwelchen damaligen Erfolgen zu erzählen, wie toll die Zeit war und sowas. Das ist lange her. Im Moment geht es darum, du bist ein Zweitligist. Die Arbeit, die Aufgaben musst du annehmen, die musst du bewältigen. Das ist ein hartes Stück Arbeit, weil diese zweite Liga extrem ausgeglichen ist, sehr stark ist. Und da musst du Woche für Woche das Optimum rausholen aus der Mannschaft. Und da wünsche ich dem Walter viel Glück dabei. Und am Ende der Saison gehe ich davon aus, dass der HSV das schafft. Denn ich möchte nächste Saison wieder HSV gegen Bayern und Dortmund sehen im Stadion. Ja, obwohl die zweite Liga momentan auch einfach grandios ist, ne? Also, das muss man sagen. Ja. Das bringt extrem viel Spaß. Das ist eine tolle zweite Liga mit sehr, sehr viel Tradition, mit tollen Vereinen. Aber man kann ja auch noch weitergehen in die dritte Liga. Auch da oder sind in die Regionalliga. Und da sind wir wieder bei Ihnen. Mensch, Phoenix Lübeck. Sie wollen fester Bestandteil der Regionalliga werden. Inwiefern sind Sie da schon gut auf einem guten Wege? Es ist, man hat sehr, sehr viele Baustellen, kleine Bausteine, die man zusammenfügen muss. Man ist auf einem guten Wege. Als Regionalliga-Verein, das geht allen Regionalliga-Vereinen so, hast du natürlich immer dieses gewisse, jetzt gerade durch Corona, die brechen die Zuschauerzahlen weg, ne, die fehlen Sponsoreinnahmen. Das tut schon weh. So, und da muss man vernünftig rauskommen, da muss man seine Lehren rausziehen, auch wie man so einen Kader zusammenstellt. So, und da muss man sehen, was für Ziele man hat. Und da ist man, glaube ich, bei Phoenix auf einem ganz guten Weg. Man hat einen 3- bis 5-Jahresplan, man kriegt ein neues Stadion, man spricht mit der Stadt und man spricht mit Sponsoren in der Stadt Lübeck. Also von daher, da ist man schon auf einem guten Weg, aber es ist halt ein hartes Stück Arbeit, wie auch im Profifußball, wie überall, wie auch hier beim Boxen, wie Artem das auch beweisen musste. Mein damaliger Kollege Tom Hoffmann würde jetzt sagen, marzipanös. Ich sage vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Grüße an Tom. Er war ein sehr unangenehmer Gegenspieler. Das werde ich ausrichten. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Abend. Ciao.